Damit sage ich auch den YouTube-Zuschauern hier an der Stelle: Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tears of the Kingdom-Stream. Wie man unweigerlich eventuell erkennen kann, sitze ich auf dem Haupt des Drachen, wie ich es letztes Mal angekündigt habe. Ich wollte ja zu Anfang erstmal so mit ihm eine Runde um die Insel drehen. Ich habe echt lange gebraucht, um den wiederzufinden und vor allen Dingen ein geiles Foto zu schießen, was ich ja auch vorhatte offscreen. Wie Spoileranten habe ich es übrigens gerade eben in den Chat geschrieben, aber ich sag's nochmal, wie ich es jedes Mal bei Zelda sage. Lasst eure Spoiler-Kommentare bei euch. Ich habe jetzt extra mittlerweile einen Command dafür eingerichtet, der das nochmal sagt, dass ich das hier für mich erkunden will und ich es nicht so gern habe, wenn man mir das Spiel vorkaut. Dasselbe auch nicht frustriert sein, wenn ich irgendwas nicht perfekt schaffe, wie es beim letzten Stream der Fall war bei Zelda. Da war man ja so angepisst, weil ich zum ersten Mal die Drachen gereitet habe und dann so fasziniert davon war und nicht das getan habe, was der Chat verlangt hatte. Also, deswegen erwähne ich das nochmal. Lasst so etwas bei euch. Ich spiele hier just for fun. So. Jedenfalls drehe ich jetzt erstmal meine Runde. Wenn ich danach verlange und absolut nicht weiterkomme, dann ja. Aber bitte nicht das Spiel vorkauen. Wenn das Blut meine Cola von meinem... Eine Bestellung steht hier gerade noch. Also kurze Erklärung hier, wie ich auf den Drachen gekommen bin, ne? Ich bin hier unten hingereist. Ich habe extra so eine Karte rausgesucht, wo man sieht, wo der lang fliegt. Und bin dann hier so ungefähr von einem Berg aus auf seinen Kopf gestiegen. Beziehungsweise habe ich mit einem Stein hochkatapultiert und habe so das Foto geschossen, was ich jetzt auch endlich zeigen wollte. Dafür müsste ich einmal das Album finden. Hier im Riola-Handbuch. Das Foto wollte ich zeigen, weil ich habe ja ein wesentlich besseres Foto jetzt geschossen. Ist auch das einzige Foto, ein Oscar-Foto, was ich zeige. Nee, ich habe 100% vor. Wo habe ich das Foto? Ich suche den Lichtdrachen. Ah, hier. Vom Weißdrachen habe ich nochmal ein Foto geschossen, wo ich nach oben geflogen bin. Und ich bin auf mein Foto stolz. Also, obwohl es so neblig war, finde ich, ist das Foto sehr schön geworden. Das war auch das einzige Foto, wofür ich wirklich kämpfen musste. Ich habe ja auch so vor, von allen Viechern immer Fotos zu machen. Ein paar Schuppen habe ich auch schon abgefarmt. Während ich hier auf ihn drauf gesessen habe. Also man kann die so alle 5 bis 10 Minuten abfarmen. Wir können diese Rundfahrt ja auch nutzen, um den ein oder anderen Schrein mal von oben zu entdecken. Da muss ich nicht immer so hilflos in die Welt absuchen. Oh, und für die, die den letzten Part verpasst haben, hier habe ich das Masterschwert gefunden. Das war in seinem Kopf drin. Ich hinterfrage nicht, wieso es in seinem Kopf steckte. Aber ich habe jetzt das Masterschwert. Eine immer wiederkehrende Waffe. Wenn ich auch volles Leben hätte, könnte ich zeigen, was das Masterschwert eigentlich kann. Nämlich diesen Lichtstrahl, der eine sehr hohe Reichweite tatsächlich hat. Ich stelle mich mal ganz vorne auf seine Schnauze in der Hoffnung, nicht runterzufallen. Wie gesagt, wir nutzen das jetzt mal zum Scouten. Ich will das auch ausnutzen, um hier hinten einmal hochzukommen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, fliegt er auch hier durch von der Karte, was ich gesehen habe. Ich kann mir zur Not die Karte nochmal aufrufen, während der weiterfliegt. Keine Sorge, ich werde nur einmal auf seinem Kopf mir die Map anschauen. Ist gerade natürlich schön, dass es das gerade so ein Scheißwetter ist. Warte, ich schaue mir gerade nochmal die Karte von seiner Flugroute an. So ungefähr unten beim Turm fliegt er vorbei. Beim untersten Turm. Ja, hier so fliegt er vorbei. So unterhalb. Ah, der streift hier tatsächlich den Luftraum. Aber ich weiß nicht, ob da eine Insel ist an der Stelle. Aber wenn ja, dann könnte ich von seinem Rücken aus tatsächlich hier rüber. Das würde aber natürlich eine Ewigkeit dauern. Weil ich habe so gelesen, und das habe ich hier auch gerade nochmal offen, deine ganze Route braucht ungefähr eine 1,5 Stunden. Also ich werde ihn nur ausnutzen, maximal bis hier.
Aber der braucht ja eigentlich noch eine ganze Weile, bis der hier hinten ankommt. Ich kann von hier aus auch nochmal auf seinen Kopf hüpfen. Deswegen würde ich jetzt zumindest hier bis zu dem Archipel hier ihn einmal kurz noch ausnutzen. Ich gucke gerade sicherheitshalber. Hier so um drumherum fliegt er. Dann kann ich eventuell auch mal auf die Insel hier. Bis dahin nutze ich ihn jetzt aus. Dann teleportiere ich mich hierhin. Für die, die übrigens diese Karte haben wollen, werde ich hoffentlich dran denken, das beim YouTube-Video zu verlinken. Bei Twitch mache ich das jetzt schon. Also falls ihr die Karte auch haben wollt. Ist dort irgendwas zu holen? Gerade dafür fliege ich ja auf seinem Rücken. Wie gesagt, es war echt schwer, den zu finden. Da oben ist auf jeden Fall ein Krok. Wenn ich mich beeile, könnte ich den eventuell holen. Eventuell. Mir wäre es ja eigentlich wichtiger, dass ich da oben bei der Plattform vorbeikomme, aber die Frage ist auch, ob der hoch genug fliegt. Oder ist hier der Turm? Nee, ich glaube, anders käme ich hier schwer hin. Na gut, vom Windtempel aus könnte man natürlich locker hier auf die ganzen Inseln. Der Windtempel ist, glaube ich, nochmal fünfmal höher als die eine Plattform da. Jetzt ist die Frage, kommt der hoch genug? Ich kann ja mal gucken, wie weit der mich nach oben schickt. Der hat ja so einen leichten Wind bei sich. Ich sollte auch wieder abernten können. Okay, doch nicht. So, warte, wie hoch komme ich? Ja, nicht besonders hoch. Könnte ein Stein auf deinen Kopf landen und den nutze ich? Ah, okay. Danke, dass der Chat mir das mitteilt. Dann teleportiere ich mich mal hier hin. Der wird die Strecke ja noch fliegen. Ich kann ja mal kurz gucken, ob das eine längere Strecke ist. Beim Turm unten sind wir gerade. Ich glaube, der braucht mindestens 15 Minuten für die Strecke. Ich glaube, das sollten wir schaffen, da das Rätsel eben schnell. Weil ich will den, wie gesagt, ausnutzen, um hier hinten oben dran zu kommen. Weil ich ihn ja von der Karte sehen kann, dass der Turm nicht mal ansatzweise in der Nähe ist. Und ich sehe auch, ehrlich gesagt, dass die Himmelsinsel sehr weit weg ist. Ja, aber ist ja immer noch näher, als wenn ich jetzt von hier aus versuche. Von hier aus komme ich ja unmöglich, beziehungsweise sehr, sehr schwer hier rüber. Deswegen nutze ich den Drachen ja aus. Ich habe die Karte hier offen, keine Sorge, ich sehe seine Route. Mein Thumbnail. Bei Sequenzen packe ich mich immer aus dem Bild, übrigens für die neue Komma. Untenrum sieht es so aus, als ob da einer gewütet hätte. Nordisches Irrschloss-Prophezeiung. Okay, dann versuchen wir das relativ schnell anzuschaffen, bevor der Drache hier ankommt. War da eine Kiste? Okay. Ja, das habe ich gesehen. Ich wusste jetzt nicht viel. Aber da steht bei, dass es mich heilen kann. In der Hinsicht hast du mir jetzt aber leider den Überraschungseffekt genommen. Wie viel? Das Gute ist, hier ist verringerte Schwerkraft. Ich kann also nicht bedingt runterknallen. Da will ich wahrscheinlich hin. Erstmal umschauen. Hier ist es nicht kalt, oder? Oder ist es hier eisig kalt? Ah, ich kann zumindest ein Aero-Ding anziehen. Dann habe ich hier bessere Kontrolle ein bisschen.
Ich muss gerade gucken, wo ich hin will. Okay, ich glaube, guck mir mal eben kurz. Ich muss Karte analysieren. Und da sind wir reingekommen. Von hier aus sieht es aus, als ob ich da eventuell drunter käme und vielleicht ist da eine Plattform, mit der ich den Sprung nach oben machen kann. Das hier wäre auch ein Bereich, wo ich das sagen würde. Versuche ich doch erstmal hier hinzukommen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Zeit, bis der Drache hier ankommt. Hier Richtung? Ja. Drunter her. Ah, Theorie war gut. Ich bezweifle, dass da unten eine Plattform ist. Ich bezweifle es stark. Dann probiere ich mal Theorie Nummer 2. Das sieht aus, als ob da was wäre. Ah, ich muss Knöpfe drücken. Okay, warte, ich brauche die Karte noch mal. Dann ist da bestimmt noch ein Knopf und da noch ein Knopf. Okay. Ich will dann jetzt gleich hier direkt rechts abbiegen und mich dann eigentlich auch rechts halten. Solche Rätsel finde ich richtig cool. Okay, hier muss ich runter durch. Nicht zu weit runter. Wir wollen ja nicht runterknallen. Nein, ich komme nicht hoch genug. An den Wänden kann ich nicht klettern, ne? Ich will das mal erstmal ohne diese Artefakt-Dinger nutzen. Probieren. Dann gucke ich mal zuerst da oben. Gleich öffnet das ja meinen Weg. Kann ich hier straight up durch? Ich kann. Ja, da ist wieder so ein Knopf. Ich sehe ihn doch. Ich muss 4 Vorrichtungen aktivieren. Der eine ist definitiv hier, würde ich jetzt sagen. Es könnte auch sein, dass die hier so in den Ecken versteckt sind. Also es muss ja offenbar auf jeden Fall irgendwo sein, wo ich auch landen kann. Oh, ich komme hoch genug. Aua. Aber eins fehlt dann ja noch. Ja, 3 Vorrichtungen habe ich. Eine fehlt. Okay, die Ecke hier kann ich komplett wegrechnen. Die habe ich gerade schon erkundet. Oh! Nee, so kommt man hier rein. Man hat sich das gesenkt. Ich habe gar nicht bemerkt. Na gut, dann habe ich es geschafft. Ich dachte, das wäre irgendwo noch im Labyrinth, aber er hat sich da das gesenkt. Null mitbekommen. Warte.
Ich lasse mich mal kurz aus dem Bild, weil da wahrscheinlich direkt wieder eine Sequenz kommt. Du, der du das Labyrinth des Himmels durchschritten hast. Der Weg vom Labyrinth der Erde hinab in die Tiefe ist nun nicht mehr versperrt. Verborgen im Herzen der Erde, beweise mir deinen Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Nur dann wird sich dir der letzte Weg offenbaren. Also soll ich einmal kurz Bungee-Jumping machen? Nur ohne Bungee. Ja gut. Warte, einmal aufwärmen und die 1 und die 2 und 3. Diesmal sicherheitshalber ein Leuchtsamen darunter. Ach, kann ich nicht. Warte mal, aber ich habe doch Leuchtrüstung. Ich würde gerne was sehen. Darf ich? Sehen einen Boss unter mir. Okay. Das verspricht Spaß. Ich habe ja noch ein paar Leuchtsamen. Nur ein paar. Für den Öllicht, dann weiß ich noch nicht, was man damit macht. Bitte sagt es mir auch nicht, ich will es rausfinden. Fiesling. Hey! Das ist Cheaten, nicht tauschen. Oh. Einen Moment. So. Einmal kurz alles einsammeln. Habe ich irgendwas dabei, wofür sich das Ding lohnen würde? Ja, ich könnte es auf den Hammer hier machen. Das ist 100 pro besser als die Stachelkugel. Du, der da, du das Labyrinth der Tiefe durchschritten hast. Durch dein körperlich und geistiges Geschick vermochtest du den Herausforderungen dieses Ortes zu trotzen. In Anerkennung deiner Leistung übergebe ich, Herrscher der Eulen, dir nun deinen wohlverdienten Lohn. Beseelt von einem bösen Geist anderer Dimensionen und uralter Zeit, soll dieses Stück von nun an dir zum Schutz zu dienen. Was schenkst du mir da? Stimmt was Schönes. Ich habe kein Foto von dem Penner geschossen. Unheilsstiefel? Unheilsreiterstiefel. Okay. Das alles, was man hier unten bekommt?
Und da geht's noch tiefer. Ich würde zumindest gerne einen Teleportpunkt hier unten holen. Diesen Tempel könnte man wahrscheinlich auch so finden. Wie gesagt, irgendein Teleportpunkt in Nähe? So eine Wurzel? Knospe? Gib her. Einmal kurz von da oben drauf gucken, wenn da nichts ist, freue ich mich wieder nach oben in der Hoffnung, dass der Drache noch nicht vorbeigezogen ist. Nee, ich sehe jetzt nichts in der Nähe, dann porte ich mich lieber. Hoffentlich ist er noch nicht weg. Da unten fliegt er gerade. Boah, ich habe ihn gerade so erwischt. Ich pfeife jetzt mal eben kurz auf die Kälte. Ich muss ihn kriegen. Es reicht, wenn ich es in die Nähe schaffe. Oh, man kann was von diesem Brocken hier absammeln. Weißdrachenstein. Gönne ich mir ein bisschen. Er braucht noch ein bisschen zu dem Punkt, wo ich hin will. Guck ich mal hier seinen restlichen Körper ein bisschen durch. Leute, ich kann dagegen schlagen und kriege eine Schuppe. Kann ich das bei allen Dingen machen? Nee, klappt nur einmal. Und das zählt auch mal als die Schuppe, die ich abernte. Danke fürs Mitnehmen, mein Freund. So, Plan A. Einmal kurz da hochfliegen. Ich muss das Ding neu basteln. Und nur ein Punkt, wo ich stehen kann. Einmal kurz weg mit euch. Okay, jetzt ist endgültig Hopfen und Malz verloren. Ich wollte ihn eigentlich ausnutzen, um da hinten rüber zu kommen. Ich sehe halt sonst keinen Weg, dahin zu kommen. Ich glaube, selbst mit ihm wird es schwer. Da kann man nicht hochklettern. Da auch nicht.
Ach, der Kollege schon wieder. Gern geschehen. Hätten wir das schon mal geklärt. Ja, danke. Die nehme ich immer gern. In der Theorie könnte ich es eigentlich noch mal auf den Drachen schaffen. Sind sonst irgendwas hoch genug? Das. Ich mache mal kurz eine Markierung, um zu sehen, wie hoch das ist. Wäre eventuell hoch genug, dass man gerade so mit dem Gleiter rüberkäme. Also jetzt nicht diesen, sondern den anderen. Ich habe eigentlich nicht vor, hier sonderlich viel im Felsengebiet zu machen, beziehungsweise im Magma-Gebiet. Ich wollte eigentlich nur an das Rätsel da ganz oben. Aber ich kann mir ruhig schon mal einen Schrein hier holen. Ob ich einen Teleportpunkt hier habe. Ja, bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schein da. Dann schenkt mir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Wenn weiter nichts ist. Hui! Kam gar nicht zum Fotografieren. Ein paar Sträuße. Okay, die Knochen hier sind gewollt. Den Tiefen des Vulkans? Mir reicht, dass ich mich hier teleportieren kann. Hier habe ich noch ein paar Sachen markiert. Die wollte ich jetzt eigentlich absammeln. Ich habe hier noch einen Schrein markiert. Da hatte ich mir was markiert, wo ich noch was machen wollte. Die Markierung war ja für was anderes. Und da habe ich mir was markiert. Hole ich mir erstmal da, was ich auch immer da markiert habe. Hier oben ist auch der Tempel. Ach, der Tempel, der Turm übrigens, den hole ich mir dann auch jetzt direkt. Wenn ich dann irgendwann die Gerudo-Story mache, dann hole ich mir dann den letzten Turm. Weißdrachenschuppe. Und der Stein. Ob eins davon fotografierbar ist. Ja, der Stein ist fotografierbar. Den würde ich aber viel lieber an ihn selber dran fotografieren. Das heißt, ich werde nochmal auf ihn auf jeden Fall draufklettern. Das Interessanteste habe ich heute dann jetzt schon gemacht. Jetzt ist wieder ein bisschen Erkundung. Ja, genau, diesen Krog hatte ich mir markiert. Okay, man muss schnell sein, aber es ist möglich. Den Krog hier habe ich. Dann mal weiter. Da unten, da sehe ich was Interessantes. Das könnte ein Glasirock sein. Also so ein Miniboss. Das ist auch einer. Ich glaube, ich habe noch kein Foto von einem Glasirock. Das heißt, den bringe ich nicht sofort um.
mächtig einfrieren, bitte? Ich nutze einen Moment, wo der sich die Steine aus dem Boden holt. Oder ich krieg so ein gutes Foto. Nee, das ist kacke. Ich muss nur noch weiter weg. Und am besten ein bisschen weiter von oben. Foto-Session. Ich klebe an deiner Höhe, so du wirst mich nicht los. Hui! Aua! Als ob! Ich habe auf mein Leben nicht geachtet. Aua. Naja, mein Foto habe ich. Ich kann ihn jetzt normal bekämpfen. Und tot. So, jetzt habe ich endlich was für meinen guten Zweihänder hier. Für den hier. Nicht, dass ich aus Versehen was Falsches anpacke. Erstmal das alles hier einsammeln. Ein Glasirock Steinherz. Wirkt auf mich praktisch, sowas dabei zu haben. Da ist auch irgendwas. Sonst wären da keine Ranken. Feuer los! Es möge brennen, ja! Ein Falkenbogen. Ein Gott sieht und verschwinde da. Ein wirklich cooles Foto. Ach, hier. Für die Knochenviecher interessiere ich mich nicht. Ich sehe einen Kumpel. Muss das Ding nur in der Luft fangen. Das Gebiet da unten, na, da muss da doch was sein. Sehe ich auf jeden Fall einen Eisklumpen. Hier ist ein Trampolin. Okay. Ich habe so viele Feuersteine und Holz, ist eh easy zu holen.
Ein Krog, 100 pro. Jetzt hebt den scheiß Stein auf. Das ist auch direkt schön warm. So, hier ist doch 100 pro auch noch irgendwas. Wenn das Gebiet ja sogar einen Namen hat. Guck mal da, da ist eine Eishöhle. Dachte ich mir doch, dass hier was ist. Ein bisschen mehr verteilen. Okay. Ich habe gehört, ich brauche den Rhodonit-Stab. Da war ein Gegner. Hat er sich selbst in Brand gesteckt? Aber irgendwas an das Teil dran packen, ne? Das einmal kurz zum Auftauen. Ich mache mal eben kurz was ganz Schlaues. Neben dem Essen hier einsammeln. Und zwar. Ich nehme jetzt das Soldatenschwert. Mach da einen Baum kaputt. Gerade abgehofft, dass es so axtförmig ist. So, und den Baumstamm packe ich hier dran. Dann habe ich was, das ich als Fackel nutzen kann. Habe ich dich schon fotografiert? Ja, habe ich. So viel zu meiner schlauen Idee. Funktioniert leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein Moment. Ah, okay. Hi. Genau, erstmal die kleineren weg, ne? Ja, den dürft ihr mir geben. Den brauche ich noch. Aua. Ist kaputt gegangen.
Und hier war ein Schrein. Der Otaka-Schrein. Ich dachte schon, dass hier irgendwas sein muss. Es war viel zu weit am Rand zum einen und zum anderen waren die Ebene da benannt. Och nö. Sag mir bitte, dass mein Masterschwert auch hier kommen kann. Ja, Leute, hat übel aus vergessenen Tagen. Danke, dass du mir meine Rüstung nimmst. Nacktes Überleben, Finte. Ich sehe auf jeden Fall, womit ich das verbinden will. Ich muss nur aufpassen. Ich hätte einen Plan. Ja, geh da hin. Komm. Hab das für mich jetzt genutzt. Geh erstmal auf die andere Seite und mach meinen Prügel stärker. Für meinen Hammer! Ein Sonanium-Großschwert, das soll ich erstmal liegen. Das würde ich gerne gleich mitnehmen. Danke! Sag's mir aber schon mal besser. Die in der Ecke kann ich so leicht übersehen. Oh, ich sehe, wie man hier vorgehen kann. Das war sehr effektiv. Ich nehme die mal mit. Eine Stachelkeule. Man könnte die ja drunter locken und dann mit dem Ding erschlagen. So, das lege ich hier einmal ab und das lege ich hier einmal ab. So, nah neben dem Großschwert lege ich auch mal dahin. Das habe ich hier vorne irgendwo abgelegt. Weil wenn ich ihn im Inventar habe, verschwinden die gleich. Ist, glaube ich, der letzte. Jo.
Sei dir erneut gestattet, Werkzeug zu verwenden. Danke sehr. War trotzdem ein gemeiner Move von dir, Game. Ach man, ich wollte das Zeug mitnehmen. Zumindest die Sonanium-Waffen. Die wären nämlich gar nicht so scheiße gewesen. So ein Eishapfen könnte ich auch an dem Masterschwert gut anbringen. Ein mächtiger Konstruktbogen mit Schnellfeuer obendrauf. Ja, den Schwalbenbogen brauche ich jetzt nicht so dringend. Habe ich den schon fotografiert? Ja, die Falkenbögen sind ja bessere Version von dem Schwalbenbogen. Also den Schwalbenbogen brauche ich nun wirklich nicht. Dank fürs Regenslicht. Da war gerade eine Stelle auf der Karte, die mir auch nochmal verdächtig vorkommt. Aber die kommt mir wahrscheinlich nur verdächtig vor. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie hin kann. Hier an der Nordwand könnte eventuell auch nochmal was sein. Da gehe ich auch gleich nochmal lang. Hier ist ja auf jeden Fall ein Schrein. Und schon wie die es waren. Und ein weiterer Krogsamen. Ciao. Ich lasse mal das Feuerchen, dann bleibt ihr warm. So, da unten sehe ich Eis, aber da war ein Gegner drin. Ich habe ja den Krog hier gefunden und da waren. Da konnte ich schon sehen, dass da Gegner drin sind, also da brauche ich nicht dran gehen. Ach nö, warum schon wieder sowas? Ja, du mich auch. Ich darf nicht mal mein Masterschwert hier drin haben. Den Ast hatte ich noch nicht fotografiert. Komm, du glaubst, dass du was gesehen hast? Ich glaube, das hat es mir gerade schwerer gemacht. Ist hier irgendwas, das ich nutzen kann? Ihr könnt nicht wissen, wo ich bin. Oh, den Hammer darfst du mir geben. Ja.
Danke. Okay, wollte nur prüfen, ob man es kaputt machen kann. Da ist nix. Hey, wollte mal wissen, ob so ein Pfosten an dem Ding eventuell lustig ist. Zack. Hast du Angst vor mir? Ich darf mein Werkzeug wieder haben, danke. So, ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ja, danke für den 1 auf 4. Hier ist noch die eine geheime Quelle, aber hier die Nordwand ist es, die ich untersuchen will. War das Gebäude hier direkt in der Nähe? Nee, das war hier vorne. Das ist auch direkt ein Schrein. Ich untersuche jetzt noch die Nordseite und gehe dann zu dem Haus noch. Aua! Und der da. Kann es sein, dass du die heiße Quelle nicht magst? Ja, die mag er nicht. Hier ist ein Boss. Einen blauen Hinox habe ich noch nie fotografiert. Okay.
Da habe ich direkt ein gutes Foto. Und wieder unten. Das da kann man doch 100% ausnutzen. Ne? Den nehme ich mir mal, nutze ihn aber nicht. Ein Königsbogen. Blaues Hinoxhorn. Das sieht aus wie so eine Unterwassermine. So, die beiden Königswaffen habe ich offenbar schon fotografiert. Oh, richtig guter Bogen. Muss ich nur was anderes wegwerfen. Na komm, der Königsbogen ist besser als der Konstruktbogen. Dachte ich mir doch, dass hier noch was ist. Die Stelle war zu verdächtig. Warum habe ich hier einen Aufwind? Ich wusste gar nicht, dass man währenddessen auch die Zoom-Sicht nutzen kann. Gut, dann laufen wir jetzt hier in der Richtung noch den Weg ab. Wo willst du hin? Bitte sag nicht nach oben. Ganz da hinten hin. Okay, ich kann dich mitnehmen. Ich gucke aber erst in der Richtung. Ich mache mir einfach mal eben kurz das Laubblatt hier. Obwohl, ich kann ihn auch genauso gut jetzt schon mitnehmen. Ich pack den einfach hinten dran. So, jetzt fährst du mit. Da ist noch ein Glasirock, wenn ich das richtig sehe. Außerdem sehe ich noch was anderes Interessantes. Du bleib mal dort. Da bist du sicher. Da kommt gleich was Schöneres an den zwei Hinter hier dran. Und dort. Ist auf jeden Fall ein Schrein in der Nähe. Noch ein Glas in ihrer Kammer.
Kann ich zufällig sagen, wo dein Schrein ist? Bringe den Kristall an jedem Ort da, den das Licht zeigt. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Da hinten, okay. Kann ich ja meinen Wagen befestigen. Der ist hier so ranschreien. Was Schönes? Naja. Diese Edelsteine sind eine extreme Enttäuschung, wenn man bedenkt, dass ich sie halt wirklich aus jedem Stein bekommen kann. Vor allem aus den glitzernden. Das ist die größte Enttäuschung, die ich in den Kisten bekommen kann. Ich kann mir ein weiteres Herz gönnen. Wo ist mein Schlitten hin? Sag bloß, nur weil ich in den Schrein rein bin. Einmal Schlitten, das hier, das und das. Warte, einmal kurz um 180 Grad drehen, dann fahre ich wenigstens einmal kurz zum Ende der Strecke und dann drehe ich nochmal um. Und dann bringe ich den Typen nach Hause, dann gehe ich einmal bei der Schlittenhütte vorbei. Alter, ich bin so mega schnell. Wie schnell wäre ich, wenn ich noch einen zweiten Ventilator dran packe? Kann ja sein, dass auf dem Weg noch mal was ist. Da habe ich gerade oben 100 Pro was gesehen. Easy. Nochmal ein Krogsamen. Ultimative Geschwindigkeit. Ich habe mich festgefahren. Ey, da bin ich schnell. Weil das Händchen geht auch ein bisschen verloren. Ist hier nix? Ach, den Krog da oben habe ich sogar schon. Okay, dann kann ich jetzt wieder in die andere Richtung fahren. Das war ja alles, was ich sehen wollte. Auf dem Hinweg habe ich den null gesehen. Also die erscheinen wirklich erst, wenn man den dazugehörigen gefunden hat. So, hier bin ich bei deinem Kumpel. Gern geschehen. So, ich werde das zurücklassen müssen, aber ich will einmal kurz vergleichen. Einmal mit und einmal ohne Spiegel. So viel mehr ohne. Ja, mit Spiegel ist mindestens das Dreifache. Vielleicht sogar das Vierfache an Licht. Hast du Angst vorm Licht?
So, da, das wollte ich jetzt einmal absammeln. Ach, gern geschehen. Ja, nehme ich. Ich bin dein Schüler. Ich habe dich gerettet. Okay. Dann mache ich einmal. Ja, erklär einmal bitte. Ja. Oh. Na gut. Ich sehe sie. In 50 Sekunden? Okay. Das hier nutze ich mal für mich. Easy. Okay, Nummer 1, easy gemeistert. Kann ich auch was dafür? Für Experten diesmal. Ja, hier nehmen. Da kann man doch 100 pro abkürzen. Man kann das 100 pro abkürzen. Es wäre bestimmt schlau gewesen, einen Schlitten vorher mit unten drunter anzubringen. So, das hier nutze ich. Ich wollte es nutzen, aber ich bin kacke dran gekommen.
Wusste ich doch, dass man abkürzen kann. Das war bestimmt eine immense Abkürzung, was ich gerade genommen habe. Ich habe halt nur den Anfang verkackt. Ja. Gern geschehen. Ein Königsschild. Oh, wie geil. Aber eine weitere Strecke hatten sie jetzt nicht. So, ich wollte jetzt hier hoch einmal. Dann will ich mir die Kisten holen. Ah, guck mal, jetzt werde ich auch mittlerweile komplett hochgeboostet. Nein! Oh, nochmal den Anfangswind. Scheiß auf den Schaden. Kiste ist wichtiger. Eine mächtige Sonaniumlanze. Wo ist das Schwert hingeflogen? Ich glaube, das ist ins Nirvana geflogen. Warte mal. Da kriegen wir ein schöneres Bild. Kann ich mal so schräg drüber schielen? Ist hier oben ja auch eine Kiste irgendwo. So, auf der Seite wollte ich dann auch noch runter. Ein Moment. Irgendwas muss ich dafür loswerden. Warte, ich komme hier gleich noch mal hin. Ich habe doch ein paar Krogsamen. Hier vorne könnte ich sogar noch einen einsammeln zur Not. Ich gehe einmal kurz zum Spielposten zurück und werte meine Waffentasche auf. Ich nutze das dann auch und verbrate die vier Segenslichter dann zu einem neuen Herz. Wenn ich eh schon hier bin.
Wo steht denn mein... Ach nee, der Stickerchen, der steht ja jetzt im Wald, ne? Ich vergaß. Jetzt habe ich das Segenslicht nicht genutzt. Bitte sagt, dass es für die Waffentasche reicht. 25 Koks haben. Ich mach's mir mal so. Ich merke mir einfach Kiste und mach direkt daneben Waffe. So, wenn ich eine Waffe kaputt habe, dann hole ich mir dann eine Waffe. Dann gehe ich jetzt trotzdem noch mal zum Spielposten zurück. Und gib mir jetzt noch einen Herzcontainer. Gib mir einen Herzcontainer. Ausdauer habe ich ja eh schon voll. Das werde ich. So, jetzt stehe ich hier oben. Stell mich hier hin. Aber und bevor ich hier Feierabend mache. Warte, den müssen wir irgendwo gut platzieren. Da ist eine Quest. Das Foto ist viel besser. Das ist eine Quest, die ich noch annehmen kann. Die nehme ich eben an. Auch wenn es weiter nicht ist. Gern geschehen. Okay. Ja. Ja, das kann man ja nächstes Mal machen, ne? Ich stelle mich jetzt hier hin. Hab ja noch eine kleine Nebenquest gerade gemacht. Es ging jetzt heute lang genug. Deswegen sage ich an der Stelle mal, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like später auf YouTube dalassen. Ein Follow auf Twitch. Und wie immer sage ich den YouTube-Zuschauern an der Stelle zuerst Ciao. Bis dann.